Moin Leute, ihr schaut Mo von Werheim, ich bin Mutensen und heute wurde Ultra Wings 2 Shadow gedroppt, sagt man. Ja, also selbst die Entwickler haben getwittert so, huch, was los ist jetzt da? Am 25.01.2024, oh Gottes Willen, für 19,99 € im Store ist es jetzt einfach da. Für die PlayStation VR 2. Man kann das mit den normalen DualSense VR-Controllern spielen, aber wohl auch mit dem PlayStation Sense Controller. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich nehme mal eine Diskette. Und ich habe den ersten Teil auf der PSVR 1 gespielt. Das fand ich ganz nett. Ich war mit den Controllern aber noch gar nicht zu Ende. Also mit diesen Controllern hier, mit einem normalen Gamepad und aber auch mit Hooters, was bei einem Flugsimulator ja ganz interessant ist. Ne? Was ist das hier? Anmeldung? Ah ja, es kommt mir ein bisschen bekannt vor. So, ich erzähle mal ganz kurz, was der erste Teil gemacht hat, denn das weiß ich ja noch. So, wir sind hier gestartet, beim ersten Teil wirklich mit einem Ultraleitflugzeug und man hat sich so langsam hochgearbeitet. Die ganze Welt hier besteht immer aus so Inseln und je besseres Flugzeug man hatte, desto weiter konnte man dann einfach zur nächsten Insel fliegen und so ist man einfach immer aufgestiegen. Total nett. Was ich weiß, ist, dass Ultra Wings 2 ein Hubschrauber auch mit drin hat. Ja, und da bin ich total heiß drauf. Ich will mal in VR Hubschrauber fliegen. Guck mal, was hier geht. So, Mehrspieler. Aha, Mehrspieler, Einstellung. Okay, es hat sogar Mehrspieler. Da weiß ich gar nichts drüber. Interessant. Was ist das hier? Die Karte. Ah ja, das hier ist unser Land. Wir starten hier in der Ecke. Alles klar. Zurück. Option, auch immer interessant. Wir haben Sound, Musik, Stimme. Okay, weiter. Spieleinstellung. Vibration. LP-Anzeige, Zielfadenkreuz-Anzeige, Zeigefinger ausstrecken. Das kann man ein- oder ausschalten. Why? Kontrolleinstellung, Y-Achse invertieren. Ja, das ist ja für manche Leute ganz gut. Es war auch in der PSVR-1-Version so, dass man mit den Move-Controllern oder halt mit dem Gamepad spielen konnte. Komforteinstellung, das ist nochmal interessant. Wir nehmen einfach mal die Mitte, ja, ich kann das später noch umstellen. Spracheinstellung, ja, jetzt habe ich alles eingestellt, was man einstellen konnte, denke ich mal. Dann ist hier ein Laden. Oh, genau, hier kann man sich dann Flugzeuge kaufen, wenn man sich die natürlich verdient hat. Guck, der Hubschrauber, wie geil, 50.000. Okay, und so ein bisschen dickere Flugzeuge hat man hier auch. Ja, der Vorgänger hatte halt eher sowas in der Richtung hier. Das hier ist ein First Impression, ja. Ich will jetzt wirklich nur mal schnell gucken. Yes, sir. Guckt euch das an. Kodiak 0711, you are clear for takeoff. Treibstoffflug aktivieren. Das hier. Genau. Dann Gashebel. Zack. Das Greifen der Knöpfe hier ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Also, ich kriege hier so ein bisschen Force-Feedback, aber es ist mir nicht hundertprozentig klar, wie ich den Knopf... Achso, man muss wirklich ganz leicht mit dem Zeigefinger so. Und jetzt irgendein Hebel, den hier. Okay. Gar nicht so schwer, Leute. Flugzeug kann auch jeder fliegen. Oh, wir heben ab. Geil. Das ist nice. Okay, guckt euch das an. Tatsächlich, wir kriegen ja dieses Jahr auch noch, Gott, wie heißt das denn jetzt? Thunder, so und so. Was tatsächlich eher ein realistischer Flugsimulator wird. Auch ein bisschen kriegerisch mit Multiplayer und so. Das hier ist eher entspannt. Guckt euch das mal an. Aber total nett, ja. Wir haben hier so Licht und Schatten auf der Tragfläche. Also das Ganze ist nicht mehr ganz so cartoonig wie der Vorgänger. Das ist schon ein bisschen nicer. Aber so Kleinigkeiten, dass sich hier die Tachometer, nenne ich das jetzt einfach mal, Texturen ein bisschen hochauflöser machen könnten, finde ich schon. Das kann man aber nochmal feedbacken, glaube ich, ja. Weil, wenn ihr rausguckt, die Häuser und so, das sieht alles scharf aus. Hier auch auf der Tragfläche ist dieses XIX. Auch das ist keine hochauflösende Textur. Ich gehe mal davon aus, da war aber irgendjemand nur ein bisschen faul. Ja? Weil die Texturauflösung ist eigentlich auf der PS5 jetzt nicht so problematisch. Da haben sie aber einmal für Multiplattform gemacht. Ich glaube, das Spiel ist zuallererst für Quest rausgekommen. Für Quest 2. Und dann haben sie es einfach jetzt so behalten. Muss vielleicht nicht sein. Macht erstmal alles einen ganz guten Eindruck. Im letzten Teil hatte man dann auch immer so Aufgaben. Ne? Man musste
manchmal durch Ringe fliegen, manchmal Ballons abschießen und so Krempel, ich weiß es nicht mehr alles genau, so Geschicklichkeits- und Rennen. Und dadurch hat man dann Geld verdient, weil man diese Aufgaben gemacht hat. Und damit hat man sich dann neue Flugzeuge geholt und so weiter und so weiter, ja. Das war so ungefähr der Job und ja, man ist halt geflogen. Und tatsächlich allein die Tatsache, dass es jetzt hier einen Hubschrauber gibt, ist für mich schon Motivation, denn ich will echt so gerne in VR mal einen Hubschrauber fliegen. Habe ich jetzt was verdient? Nö, weiß ich nicht. Ich bin einfach nur über das Dollarzeichen geflogen. Die verschiedenen Inseln haben dann natürlich auch ihre eigenen Flughäfen, also man kann theoretisch, oh mein Gott, Funkturm, auch wieder landen, ja, das sollte gehen. Da bedeutet das, ich muss, ach guck mal hier, hier ist ein kleiner, ja, okay, ich hätte da landen müssen, dann kriege ich vielleicht Dollars oder so, man weiß es nicht. Jetzt haben wir ja einen Freiflug und ja, eine Riesenstadt, die sieht allerdings echt weit weg aus. So, ihr seht es aber, ne, also hier flimmert nichts, ist alles gut, ich mache jetzt tatsächlich mal verlassen. Kirsch. Ja, ich nehme mal meinen ersten Flugjob an, wie sich das gehört. Und dann düsen wir los. Mal sehen, ob ich jetzt das schaffe, durchzufliegen. Ja. Also, ihr habt jetzt einfach den Steuerknüppel mit euren echten Händen in der Hand. Ihr berührt alle Knöpfe mit dem echten Händen. Ich denke mal, das ist für viele Leute interessant. Ich glaube, wenn man so einen Huthass hat, ist das Gefühl wahrscheinlich auch interessant. Was ich interessant finde, ist, dass wir hier, ich sag ja doch interessant, ne, dass wir hier so Force-Feedback haben. Ja, wenn ich an dem Steuerknüppel rumrüttel, dann knuppelt das so in der Hand. Oh, war's das schon? Tatsächlich. Erste Aufgabe waren nur die drei Ringe. Wie nett. Ja. Hab ich gut gemacht. Und richtig krass Geld verdient. Nächste Runde. Das war ja ein Zuckerschlecken. Mach keinen Scheiß. Echt Waffen? Also das mit den Fingern hier ist wirklich seltsam. Ich kann mir vorstellen, dass das in echt so ist, dass man diesen antippt. Aber in VR fühlt sich das einfach fummelig an. So, jetzt haben wir Gas. Okay, Alter, was ist denn das für ein Flugzeug? Voller Bomber. Oh, ich muss abheben. Oh, guck mal, da sind Flugzeuge zum Abschießen. Krass. Ungewohnt. Ich glaube, den einen habe ich schon ein bisschen angeditscht. Der ist ganz gelb jetzt. Na komm. Ja. Oh, ich habe einen abgeschossen. Krass. Und den hole ich mir jetzt auch. Ach, das sind Drohnen. Okay, okay. Boom. Okay, die Explosionen sind jetzt nicht hier so überwältigend, aber nice. Okay. Guckt euch mal an, wie ich die Drohne hier aus der Luft hole, Leute. Profi. Noch eine übrig? Ja. Okay, dich kriegen wir auch noch, der Kleine. Gott, 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 ich habe voll auf den Kopf geflogen hier. Und jetzt rette ich die Menschheit. Oder was auch immer diese feindlichen Drohnen hier bedrohen. Die Cartoonigkeit. Ich hab's gleich. Scheiße. Okay, komm schon. Ja! Geil. Mein erster Einsatz mit einem Motorflugzeug. Annehmen. Annehmen. Immer annehmen, ey. Egal was kommt, einfach annehmen. Es ist tatsächlich nett, dass hier alles so gesteuert ist, ja? Also man kriegt sehr genau gesagt, was man machen muss. Ich schätze mal, irgendwann weiß man das alles. Mal sehen, ob ich jetzt hier ein bisschen geschickter bin mit dem Zeigefinger. Ja, tatsächlich. Ich bin geschickter mit dem Zeigefinger. Gut. Oh, und es ist, der Tag ist zur Nacht geworden, oder zur Dämmerung zumindest. Zum Wegpunkt fliegen. Das verstehe ich jetzt aber noch nicht ganz. Wo muss ich hin? Woher weiß ich das? 0 auf 3. Hier sind irgendwie. Was ist denn das? Irgendwie Rasenmäher, die aber so einen Leuchtpunkt ab. Ich kann auch schießen. Ja, Leute, ihr seht es. Ich steig schon mal hier volle Kante ein. Ich habe nur keine Ahnung, wo diese magischen Wegpunkte sein sollen. Wie finde ich das denn raus? Kann ich irgendwas drücken? Hallo? Wegpunkt? Ich schieße mal den Rasenmäher ab.
macht dem nichts aus. Da ist ein Auto. Yay, hallo, ich fliege. Er hat sogar Licht angehabt. Jetzt versetze ich die Stadt. Oh, okay. So. Aha. Jetzt haben wir mal ein Crash-Szenario gesehen. Ich habe das nur gemacht, um euch das zu zeigen, ja? Ich habe sogar ein bisschen Dreck jetzt an der Scheibe. Gottes Willen. Ja gut, das reicht tatsächlich jetzt erstmal. Leute, ist es doch total nett. Also, im Verhältnis zum Vorgänger macht das scheinbar jetzt nicht viel anderes. Aber Grafik hat sich aufgebohrt. Die Flugzeuge sind ein bisschen interessanter geworden. Ja, das ist jetzt nicht nur so Leichtflugzeug, sondern ein bisschen kräftigere Mühlen. Kann man machen. Das Ganze für 20 Euro, finde ich, ist ein rundes Paket. Technisch, Gott sei Dank, diesmal eigentlich alles cool. Ist jetzt so, wie man es erwartet, von so einem netten, runden Indie-Titel auf der PSVR 2. 20 Euro kriegt von mir Däumchen hoch, auch wenn mein Däumchen hier ein bisschen flach ist. Da muss nochmal der 3D-Artist dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch ein Däumchen gebt. Schreibt mal gerne, was ihr von dem Spiel haltet, in die Kommentare. Ich bin erstmal draußen. Abonnieren könnt ihr natürlich auch. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, Mutensimo von VR. Immer für euch da. Bye-bye.